du bist erst jetzt gucken da. Ja, warum hab ich ihn wohl? Mann, du. Ja, noch ein. Liebe geboren. Oh, ja, danke schön. Was ist hier los? Nein, ich werd nicht. Ich schaff's nicht. Herzlich willkommen, hier ist Pearlface. Und die Zahnfee, Hallöchen. Hallo, wir sind dabei, wieder den Grand Prix weiterzumachen. 150 Kubik und warum ist das hier bei Wendy gewesen? Ich finde Wendy, die guckt richtig scheiße. Die hat auch Botox-Lippen. Yo, die hat richtig aufgespritzte Lippen. Man ist richtig Botox-Lippen, ey. Ist richtig künstlich. Hässlich. Man guckt die noch so grimmig. Ja. Ja, wussten jetzt. Oh, jetzt habe ich die falsche Seite genommen, glaube ich. Ja, ja. Oh, ich hätte mal Bock auf das. Auf Bärchenbolide mit Lemmy. Ist doch geil. Das sieht richtig süß aus. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Statistiken. Nicht, dass ich mir hier voll den Schrott zusammenstelle, aber es geht. Komm, die Kissenreifen kriegt er auch noch dazu. Oder nee, die kleinen. Die kleinen kriegt er. Ja, ich nehme die kleinen. Oh, ups. So, die kleinen roten kriegt er. Guck mal. Er hat aber voll wenig Tempo, aber die Beschleunigung nehme ich einfach. Dürfte schon irgendwie klappen. Ja, wir sind jetzt dabei, den Crossing Cup zu machen. Auf jeden Fall von der GameCube Baby Park. Dann erwartet uns von der Game Boy Advance Käseland, der Wilde Witwelweg und das Animal Crossing Dorf. Interessant dabei ist, dass man da auf jeden Fall verschiedene Jahreszeiten, also verschiedene Versionen der Strecke, befahren kann. Und ja, Wilder Witwelweg, Animal Crossing Dorf sind auf jeden Fall beides neue Strecken. Und ja, die anderen beiden Retro-Strecken und Babypark. Damit beginnen wir. Und das ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Die Strecke ist mega simpel. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Strecke. Aber da die Strecke so kurz ist, haben wir nur 7 Runden. Also dann haben wir anstatt 3 jetzt 7 Runden. Aber da die Strecke so klein ist, ist das auf jeden Fall also Action garantiert. Juhu. Ich finde die Strecke immer in Online-Modus ziemlich lustig. Wenn alle so komplett durchdrehen und alles Mögliche da rumballern, kommst du gar nicht mehr klar. Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, du überrundest irgendwann auch schneller so die Letzten und dann weißt du nicht mehr, ob der Typ jetzt vor dir ist, ob du noch Erster bist oder dann kommst du ganz durcheinander. Mhm. Ach, Bärchenbolide ist ganz chillig. Was denn? Mann. Ich schätze mal, weil ich so wenig Tempo habe, dürften auf langen Geraden die Leute mich schnell überholen. Ach, ziemlich ruhig, aber ist ungewöhnlich für diese Strecke. Ja, genau, gib mir mal ein bisschen Boost hier. Na, ach, lieber, du nervst. Gott sei Dank müssen wir nicht so viele gucken. Aber dann kann man aus den Kurven nicht runterfallen. Die wäre schon längst wahrscheinlich runtergefallen. Ach, leck mich. Na toll. Das ist doof. Boah, das ist aber echt merkwürdig ruhig. Also für die Strecke. Normalerweise ist diese Strecke unberechenbar. Noch krasser. Es war ziemlich ruhig. Ich wurde auch nicht so viel abgeknallt, was mich echt gewundert hat. Fünfter, juhu. Ja. Ja, Mensch. Du wirst ja immer besser, ne? Das hast du schön gelogen. Nein, hallo, nö, wirklich. Du spielst es ja selten. Ja, Käseland ist irgendwie, also die Strecke ist machbar, ist aber nicht meine Lieblingsstrecke, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht wieso. Obwohl ich Käse mag. Ich bin mal gespannt, ich kenne die nicht. Nee, die ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich mag die nicht so. Och, bin ich kacke. Siehst du, geht schon gut los, es liegt an der Strecke. Der Strecke ist gut. Ich habe einfach
eine Fehlstadt hingelegt. Okay. Ja, genau. Klauen wir noch die Münze, ja. Ach, bin ich scheiße. Ich hätte einfach die Abkürzung nehmen können mit diesem Pilz hier. Kann ich nicht irgendwie anders abkürzen? Ich krieg jetzt schon Hunger auf Käse. Ja, kriegst du Bock auf Käse? Ich krieg richtig Bock auf Käse. Weil sieht das eher so aus, ich meine, wir fahren ja so auf Sand. Sand? Ja, ja. Soll, glaube ich, auch Sand darstellen, warum es Käse übrigens heißt, weiß ich nicht. Hätten sie ein bisschen. Hätten sie uns auch richtig auf Käse fahren lassen können hier. Naja, die Löcher, die. Erinnern daran, ja. Ja, genau. Die kannst du auf jeden Fall nutzen mit dem Hüpfer. Ja. Okay. Oh, ich bin hier fast am Rand. Dann bin ich da hochgekugelt. Ach doch, hier ist Käse an der Seite gewesen. Ich hab, bin außerdem gegen zwei Käsewürfel gefahren. Ja, die habe ich da nicht erwartet an der Stelle. Ah ja, jetzt habe ich die auch gesehen. Ich hab doch mehr Käse hier. Die Strecke ist einfach richtig Käse. Toll. Ach, bin ich scheiße. Oh. Mist. Er gibt mir einfach einen beim Vorbeifahren. Rosa, dieser kleine Lümmel. Hier klein nicht. Ein fetter Lümmel. Okay, du bist erst jetzt gucken da. Oh, warum hab ich ihn wohl? Mann, du. Ja, warum? Oh, Liebe geboren. Ja, danke schön. Bin ich nicht lieb von dir. Scheiße. Schon. Kobayashi. Oh ja, den habe ich richtig gegeben. Oh, ich war jetzt richtig fies. Nein! Oh, ganz gefährlich. Ich hab gut abgekürzt, aber Alter, weil ich am Fliegen war. Oh, ein bisschen. Boah, das war knapp. Also hätte er mich mit dem Red Shell ein bisschen vorher getroffen. Toll. Dann wäre mies gewesen. Scheiß Kettenhut. Ja, aber siehst du, habe ich dir wegen der Strecke viel zu viel versprochen? Nein, die Strecke ist scheiße. Irgendwie ist sie scheiße, ne? Ich hasse sie. Ich meine, irgendwann kannst du die, ne? Ich bin zwar Erster und ich spiele das ja auch oft halt, ne? So Mario Kart, aber, wie gesagt, es gibt bessere. Die ist komplett für den Arsch, die Strecke. Die ist halt komplett Käse. Genau. Ja. Ich habe Bowser einmal richtig abgeknallt. Der ist dann schön noch runtergeflogen, weil wir gerade an einer Stelle waren, wo wir fliegen mussten. Hat er verdient. Ja, hat er wirklich verdient. Der hat mir nämlich einmal richtig beim Vorbeifahren gegeben. Ja, und dann habe ich eine Abkürzung genutzt, wo ich fliegen musste. Und dann sah ich nur schon, dass ein roter Panzer auf dem Weg zu mir ist. Und ich hatte richtig Schiss, dass der mich trifft, während ich nur am Fliegen bin und ich nur extra runterfliege. Die Strecke sieht auch scheiße aus. Wilder Wipfelweg, die geht aber tatsächlich. Die ja, hat so ein. Total, ich bin runtergegangen. Ist runter. Ich jetzt auch bei. Oh, bin ich scheiße. Was war das denn jetzt? Was war das denn? Das war jetzt voll unnötig. Eigentlich, aber geht sie. Also, du hast immerhin Punkt da. Noch. Soll ich diese Pulver einsetzen? Ich probiere die erstmal mit zu bauen. Ich hätte danach noch einen Pilz. Ich habe auch 0 Münzen. Ich muss mal ein paar Münzen einsammeln. Dann bin ich auch vielleicht ein bisschen schneller. Okay, ich bin Erster. Gut, dann spare ich mir diesen hier lieber auf. Nein, ich war nicht Banane, bin ich kacke. Oh, er setzt mich noch zurück. Scheiße, bin ich kacke. Ich bin Zweiter. Oh toll, jetzt nicht mehr. Zupfkugel voll. Oh, ich mach's mir auch selber schwer, ne? Oh, bin ich lost, ey. Ich sag's dir, wenn ich jetzt nicht Erster werde, dann auch, weil es voll verdient ist. Also. Irgendwie bin ich gerade Erster. Jetzt kommt alles auf einmal.
Ja, du bleib ruhig Erster. Ich versuche jetzt Erster zu werden, aber ich hätte es nicht verdient. Aber scheiße, ich bin fucking 3 Sterne, Mann. Oh, es ist letzte Runde und ich komme hier nicht voran, ey. Ich bleib einfach auf dem 5. hängen und ich krieg auch keine vernünftigen Items. Das wird nix. Das wird einfach nix hier. Das wird nix. Schick euch auch scheiße. Ey, Bora, ich bin jetzt Twitter. Oh, was ist hier los? Nein, ich werde nicht. Wir schaffen. Oh! Oh! Wie hast du das denn jetzt geschafft? Oh, ganz knapp. Ich sag's dir, nur durch einen Drift habe ich es geschafft, ihn zu überholen durch den Boost, der danach folgte. Ich glaub, du warst doch gerade noch 5. Ja, aber Bowser wurde auch ein bisschen um die Kurve ein bisschen langsamer. Vielleicht ist ihm der Sprit alle so ausgegangen. Okay. Nein, ich hatte Glück. Ich hatte Glück. Ich zeig dir erstmal, wenn wir fertig sind. Boah. Auf jeden Fall war das jetzt, Oh, ja. Meine Arschbacken habe ich ganz fest zusammengepresst gerade. Also die Strecke finde ich jetzt schon vom Design richtig cool. Ich weiß jetzt nicht, wie es vom Fahren ist, aber es ist halt Animal Crossing. Ja, also Zahnfee spielt gerne Animal Crossing. Auf jeden Fall hat sie die New Horizons richtig gesuchtet. Oh ja. Was ist mit Luigi los? Er hat Racing-Benzin getankt. Anscheinend. Oh, danke, Luigi, du Penner. Oh, das war von mir? Nee, Luigi hat mich gecrashed. Ah ja, der hat dich gecrashed, aber der Rote war von mir. Weiß ich doch, dass du die Liebe gebrochen. Ja, sicher. Habe ich vorher noch einen Kuss auf den. Also den Panzer habe ich vorher noch geküsst. Mit Lippenstift. Und dann habe ich den auf den Weg geschickt. Mit bester Grüße. Boah, okay. Das Design ist geil, die Strecke ist scheiße. Ja, findest du? Ich bin pack. Es geht tatsächlich noch. So viele Kurven hat die eigentlich gar nicht. Ja, nun, ich fahre überall vor. Ich glaube, die Banane war sogar von mir. Das Schlimme ist, wenn du Bananen verteilst. Und dann in der nächsten Runde fährst du in deine eigenen Banane rein, die du eigentlich gelobt hast. Bowser, du gehst mir richtig auf die Nüsse. Nein, warum habe ich ihn überholt? Ey, das ist doch so klar. Gerade Erster geworden. Gerade Erster geworden. Und dann blauer Panzer. Pisst euch doch alle, ihr Spasten, Mann. Bist du ja sicher? Ja. Okay. Boah, ich hasse diese Bananen. In diesem Kack, ich weiß auch nicht wieso. Ich hab's mit den Bananen, ne? Das ist unglaublich. Bowser, der Penner, der fährt einfach Windschatten, ey. Wisst ihr, was witzig an dieser Situation ist? Ich hab vor mir wirklich eine Banane liegen, weil ich gleich eine Banane essen will. Oha, er hat einfach. Juhu, 6er. Ja. Boah, ich habe jetzt aber auch Glück gehabt. Das war schon wieder ein scheiß blauer Panzer im Weg. Ey, diese Strecke, 2 blaue Panzer. Einen habe ich abbekommen, wo ich Bowser gerade frisch überholt habe. Und dann kommt der an. Ja, toll. Ja. Das war wie so. Wie kann er so schnell sein? Ja, gerade die dicken, also gerade die schweren Charaktere haben mehr Höchstgeschwindigkeit. Das Einzige ist, die brauchen ein bisschen länger, weißt du, die brauchen ein bisschen länger, um Gas zu geben, wenn sie getroffen werden. Aber insgesamt, wenn sie einmal schnell sind, geben sie mehr Gas als andere. Mhm. Nur wie gesagt, die haben, bis die dann erstmal zu dieser Höchstgeschwindigkeit kommen, brauchen die ein bisschen, weil die so schwer sind. So, 1200 Münzen haben wir mittlerweile gesammelt, Freunde. Das heißt, neues Fahrzeugteil. Vielleicht kriegen wir jetzt einen Lamborghini. BMW wird reichen. Naja, Mercedes gibt's ja schon, ne? Es wird, ja. Es wird chillig, wenn die noch mehr Kooperationen mit irgendwelchen Automarken hätten. So ein Lambo wäre krass. Reifen. Metallreifen. Wer will denn schon Metallreifen? Ist doch hart, wie sonst was.
Metal Mario. Na, wenn du dann damit driftest, irgendwie. Ja, okay, theoretisch wird es zu ihm passen, aber stell dir mal vor, du hast wirklich Reifen aus Metall. Dann driftest du und dann sprüht überall Funken oder so. Das wäre lustig. Ja, okay, aber ich meine, es gibt sogar Kissenreifen, ne? Und so viel zum Thema. Es ist ja immer noch Mario Kart und von daher muss hier nichts Logik ergeben, irgendwie logisch sein. Gut, ja, 3 Sterne vom Crossing Cup. Ja, der iCup ist ja auch 3 Sterne. Im vorigen Part habe ich das aber schon erklärt, warum, wieso, weshalb ich 3 Sterne habe, obwohl ich im letzten Part nur 2 Sterne erlangt habe. Und der Crossing Cup, ja, wie gesagt, 3 Sterne, ging alles gut. Obwohl an einigen Stellen sehr knapp. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder abonniert mich, das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Oder einfach beides zusammen. Genau, das wäre natürlich das Beste. ja, ich freue mich über jeden einzelnen von euch und ich würde auch sagen, bis zum nächsten Mal, euer Pellface und eure Zahnfee. Ciao. Das wie Daniel.